Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Am Punkt. Heute werden wir uns ein Thema ansehen, das zugegeben auf den ersten Blick etwas technisch erscheint, aber es ist ein Thema, mit dem wir alle in gewisser Weise zu tun haben und über das wir uns vielleicht noch viel zu wenig Gedanken gemacht haben. Wir alle kennen Metadaten, wir alle wissen, worum es im Urheberrecht geht, doch ich glaube, die wenigsten von uns haben sich damit auseinandergesetzt, welche Rolle Metadaten im Urheberrecht zukommt. Und diese Lücke werden wir heute aufgreifen. Wir, das bin zum einen ich, Patrick Stummer, und zum anderen mein heutiger Studiogast, Hannes Huber, jemand, der sich wissenschaftlich und auch in der Praxis sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und der uns heute ganz spannende Einblicke in das Verhältnis von Metadaten und Urheberrecht geben wird. Wir legen los nach einer kurzen Werbepause. Bitte bleiben Sie dran. Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com. Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe Sie eingangs schon erklärt, heute haben wir ein spannendes Thema auf der Agenda, aber wir werden wie gewohnt sehr einfach beginnen und Sie einfach einmal abholen, damit Sie wissen, was wir mit Ihnen heute vorhaben. Und keine Frage bietet sich da mehr an wie die Begriffsdefinition, nämlich die Frage, was versteht man unter Metadaten? Die heutige Zeit ist ja von Digitalisierung geprägt. Wir alle sind stets von Daten umgeben. Und diese beschreiben in vielen Fällen Gegebenheiten der Realität. Doch es stellt sich eben die Frage, durch wen oder was diese Daten beschrieben werden. Und die einfache Antwort lautet, durch Metadaten. Und nun zur Begriffsdefinition zu gelangen. Es gibt hier unterschiedliche Definitionen. Die wohl einfachste lautet, dass es sich bei Metadaten um Daten über Daten handelt. Eine genauere, detailliertere wäre wohl, dass es sich bei Metadaten um Daten über Informationen handelt, wobei diese einerseits von den Daten strikt zu trennen sind, andererseits aber nicht gänzlich ohne vergangene, aktuelle oder zukünftige Daten auskommen können. Metadaten erfüllen dabei stets eine Funktion oder Aufgabe, aber dazu kommen wir noch später. An dieser Stelle möchte ich noch kurz ein paar Beispiele nennen. Ja, die digitale Datei dieses Podcastes, den Sie heute hier hören, hat Metadaten in sich, nämlich unter anderem den Namen des Dokuments und diverse andere Eigenschaften. Ein weiteres Beispiel aus einem ganz anderen Themengebiet ist die Künstlersignatur auf einem Gemälde oder wieder ein anderes Beispiel, die GPS-Daten eines digitalen Lichtbilds. Also Sie sehen, ein Wort, das uns allen geläufig ist, eine Definition, die sehr juristisch ist, aber vielen Dank für das Beispiel zum Abschluss. Da kann man sich schon ein bisschen mehr darunter vorstellen, worum es sich bei Metadaten handelt. Ich möchte an das, was Sie zuletzt gesagt haben, ein bisschen anknüpfen, ein bisschen mehr ins Detail gehen und fragen, wo findet man denn jetzt die Metadaten und welchen Zweck haben sie? Die Metadaten findet man je nach Metadatenformat. Um das an das vorige Beispiel anzuschließen, die GPS-Daten eines digitalen Lichtbildes, würde man etwa über die herkömmliche Betriebssystemoberfläche herausfinden können. Dort auch nachbearbeiten oder, sofern notwendig und gewünscht, eben zu löschen. Das heißt, es ist auch möglich, ein Foto mit den GPS-Daten zu erstellen und anschließend im Rahmen der Bearbeitung zu löschen. Um aber nun allgemeiner zu sprechen, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Big Data, Kunstfälschung, Musikpiraterie, aber auch NFT sind Schlagworte. Und hinter diesen befinden sich stets Daten und in weiterer Folge auch Metadaten. Metadaten finden sich also dort, wo Daten
wie schon zuvor erwähnt, waren, sind oder sein werden. Wir können sie uns in der heutigen Zeit gar nicht mehr ohne Daten vorstellen. Sie sind weder aus der analogen noch aus der digitalen Zeit wegzudenken. Sie haben eine unterschiedlich enge Verbindung zu den eigentlichen Daten. Und egal, ob ein Forscherbild eines digitalen Bildes, das Wasserzeichen auf einem geschützten Werk oder die Angabe der Miturheber im Quellcode, Metadaten haben eben überall ihren Zweck. Überall auch einen anderen Zweck. Das Forscherbild ermöglicht etwa eine erste Betrachtung des Werks. Das Wasserzeichen dient etwa dazu, verbotene Werkweitergaben zur Quelle zurückverfolgen zu können. Die Angabe des Miturhebers erleichtert wiederum die Beweisführung bei späteren Streitigkeiten. Es kommt daher stets darauf an. Diese Zwecke von Metadaten sind vereinfacht und allgemein gesprochen das Finden und oder Verwenden von Daten. Ich dürfte mir Ihre wissenschaftliche Arbeit zum Thema Metadaten im Urheberrecht durchlesen. Ich habe das irrsinnig spannend gefunden, vor allem auch, dass Sie teils für einen nicht technisch begabten Menschen die Dinge so gut aufbereiten können. Und das zieht sich auch heute durch den Podcast durch, wenn man die Dinge einfach sehr schnell, sehr gut verstehen kann. Unser Thema heute sind die Metadaten und das Urheberrecht. Und in dieses zentrale Thema werden wir jetzt reingehen. Und die erste Frage, die sich da wirklich anbietet, ist jene, ob Metadaten urheberrechtlich geschützt sein können. Dazu muss man sich zunächst einmal mit den Grundlagen des Urheberrechts kurz auseinandersetzen. Und das Urheberrecht selbst unterscheidet nicht zwischen Daten und Metadaten, oder? Zumindest nur ganz, ganz minimal. Der Schutzgegenstand des Urheberrechts ist auch nicht die körperliche Festlegung, sondern eben die geistige Gestaltung. Metadaten können daher unter den üblichen urheberrechtlichen Voraussetzungen ein Werk darstellen und das auch dementsprechend geschützt sein. Die Frage kann daher grundsätzlich mit Ja beantwortet werden, sofern es sich eben bei den Metadaten um eine eigentümliche, geistige Schöpfung auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste oder der Filmkunst handelt. Da sich innerhalb von Metadaten jede Kategorie von Werken finden kann, da Metadaten eben sehr vielfältig sind, sind die urheberrechtlichen Schutzmöglichkeiten ebenso vielfältig wie die inhaltlichen Möglichkeiten. Um hier ein Beispiel zu nennen, damit man es leichter versteht, die Rezension eines Films, welche sich in der digitalen Datei eines Filmwerkes befindet, kann ein für sich eigenes Werk im Sinne des Urheberrechts darstellen und auch dementsprechend geschützt sein. Andererseits können Metadaten aber auch abseits des Schutzes als eigenes Werk auch urheberrechtlichen Schutz genießen, etwa im Bereich des Titelschutzes. Denn auch der Titel eines Werkes ist nichts anderes als ein Metadatum. Also hier wieder sehr schön die Vernetzung und das Runterbrechen auf das Wesentliche, sodass wir es gut verstehen können. Und die ganz klare Frage, ja, Metadaten können urheberrechtlich geschützt sein. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und möchte gerne von Ihnen wissen, welche Funktionen denn nun die Metadaten ganz generell im Urheberrecht haben. Nun, die Funktionen sind ein von mir aus dem Metadaten aus dem Urheberrechtsgesetz herausgearbeiteter Begriff, der sich durch das Urheberrecht zieht, aber eigentlich nirgendwo selbst Verwendung findet. Eine Funktion selbst ist eine Aufgabe innerhalb eines größeren Zusammenhangs. Und es gibt verschiedene Aufgaben, die Metadaten im Urheberrecht erfüllen. Aufgrund des weiten Begriffsverständnisses, wie wir schon eingangs gehört haben, ist eine abschließende Aufzählung von Funktionen aber nicht möglich. Es gibt aber wesentliche Funktionen, die ich herausgearbeitet habe. Demnach bestehen die Beweisfunktion, die Transparenzfunktion, die Rechtsentstehungsfunktion, die Rechtsgestaltungsfunktion und die Rechtsschutzfunktion. Dies hört sich sehr theoretisch an. Ich möchte aber hier ein paar Beispiele nennen, ein paar plakative Beispiele, um das Ganze leichter verstehen zu können.
Dazu jeweils ein Beispiel. Metadaten dienen jetzt und in Zukunft, etwa im Zivil- oder im Strafprozess, als taugliches Beweismittel. Metadaten ermöglichen sowohl den transparenten als auch den intransparenten Umgang mit Informationen, wie etwa der Urheberrechtsbezeichnung. Dies bedeutet, dass der Urheber die freie Wahl hat, sowohl aus technischer als auch aus urheberrechtlicher Sicht, ob er sein Werk mit seiner Bezeichnung versieht oder eben nicht. Metadaten haben dort eine Rechtsentstehungsfunktion, wo sie Rechte oder Rechtspositionen erst begründen. So entsteht der urheberstrafrechtliche Schutz erst durch die Verwendung von bestimmten Metadaten. Ein Beispiel? Zum Beispiel? So etwa, wenn der Urheber seinen Namen beim digitalen Werk selbst anführt. So erzeugt er selbst einen urheberstrafrechtlichen Schutz. Metadaten üben dort eine Rechtsgestaltungsfunktion aus, wo sie Rechte bzw. Rechtspositionen verändern. Bei anonymen oder pseudonymen Werken, also wo nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, wer der Schöpfer ist, ist die Schutzdauer eine andere als bei Werken mit bekannten Urhebern. Die Urheberangabe als Metadatum, denn darum handelt es sich, hat daher Auswirkungen auf die urheberrechtliche Schutzdauer und kann daher wiederum von jenem Urheber, der gezielt Metadaten verwendet, zur faktischen Schutzdaueränderung eingesetzt werden. Eine Rechtsschutzfunktion haben Metadaten eben dort, wo sie dazu beitragen, die Rechte des Einzelnen zu schützen. Durch den gezielten Einsatz von Metadaten kann etwa erreicht werden, dass die Behauptungs- und Beweislast für die Urheberschaft beim Gegner des Urhebers liegt. Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Jetzt haben wir über so viel Positives geredet bei den Metadaten. Zum Schluss, wir Juristen müssen auch immer ein bisschen die Risiken hervorheben. Das ist jetzt ein bisschen wie die Lektüre des Beipackzettels. Welche Risiken und Nebenwirkungen sind mit Metadaten verbunden? Metadaten haben geradezu klassische Eigenschaft. Dazu gehört ihre geringe landläufige Bekanntheit. Ja? Man kennt sie schlicht nicht, hat vielleicht schon mal etwas davon gehört, aber in den großen Breiten sind sie eigentlich unbekannt. Ja, in den wenigsten Fällen werden sie auch als solche bezeichnet. Im Zusammenhang mit dem mangelnden Bewusstsein steht dann die Problematik, dass Metadaten dazu dienen können, personenbezogene Daten bewusst oder unbewusst weiterzugeben. Ja, im schlimmsten Fall veröffentlicht ein Whistleblower mit den Daten selbst seinen eigenen Namen, weil er es schlicht nicht wusste, dass sein Name in den Metadaten aufscheint oder die Metadaten zu ihm führen. Das Wissen um Metadaten unterstützt aber auch dabei, Fehler bzw. Rechtsverstöße durch schlichte Unwissenheit zu vermeiden. Um nun konkret zu werden, die Risiken und Nebenwirkungen, welche mit den Metadaten in Verbindung stehen, können beträchtlich sein. Ob der mittels Metadaten aufgefundene, polizeilich gesuchte oder das im Internet verbreitete obszöne Foto, dessen Vorhandensein der abgebildeten Person nicht einmal bekannt ist. Metadaten können schlicht sehr viel bewirken und eben nicht nur Positives. Es gilt, diese mit Metadaten verbundenen Problembereiche daher durch entsprechendes Wissen und geeigneten Maßnahmen zu umschiffen. Aus der Perspektive des Urhebers können diese Metadaten eben sehr positiv auf seine Rechte wirken. So etwa auch im Bereich des Bildnisschutzes, in welchem vom Urheber gesetzte Metadaten dazu führen können, dass Rechte des Abgebildeten erst entstehen. Hier stellt sich eben die Frage, für den Abgebildeten sind die Rechte eher als positiv zu bewerten, für den Urheber möglicherweise nicht. Lieber Herr Huber, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Vielen Dank für die
tollen Antworten auf die Frage. Man merkt, dass Sie nicht nur eine juristische, sondern auch eine technische Ausbildung haben und das Thema Metadaten und die Vernetzung zum Urheberrecht einfach sehr, sehr gut verstanden haben. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich Danke sage für diese wirklich verständliche Aufbereitung dieses Themenbereiches. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.